Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 284 von Simotrans. Der Michael Friedrich hatte mir ganz viele Dinge geschrieben. Wir haben wieder WASD gedrückt, das ist wieder falsch, ne? Hier das Depot, keine Züge, nur den Dampf, die Dampflok. Und was fehlt? Genau richtig, da fehlt uns der Strom da rein. Einmal hier eine Leitung rein und siehe da, dann gibt's Elektrotraktion hier drin. Und schon haben wir eine Auswahl, ne? Gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass wir nicht mehr in der Dampflok durch die Gegend fahren. Wir haben ja auch die schönen Stromleitungen gebaut. Naja, das ist ja jetzt nicht so wild. Jetzt müssen wir mal gerade die Züge aufsuchen. Die Dampfzüge hier. Da oben tuckert einer lang. Den können wir dann ausmustern. Und da tuckert auch gerade einer lang. Den können wir dann auch ausmustern. Der kann da weg wieder. Waren das drei? Ich glaube, das waren drei, oder? Eins, zwei. Da ist keiner. Wo ist denn der dritte? Habe ich drei gehabt? Ich glaube schon, ne? Hier unten ist er nicht. Ist er hier hinter versteckt? Vielleicht waren es auch nur zwei? Ne, ich meine, es waren drei, oder? Kann mir auch vertun. So, auf jeden Fall kommt auf die Linie noch mehr. Das sind 56, aber das sind ja wahrscheinlich Gleislänge 1 hier, ne? Und wenn ich dann einen dranhänge, habe ich Gleislänge 2. Was ist das hier für ein Ding? Mittenwagen. Das heißt, wenn ich den nehme, muss ich auch wieder zusammenbauen. Wird wahrscheinlich aus diesen vier Komponenten oder so sein. Bedeutet, wird auch zu lang. Brauche sowas hier. 109, das ist dann der zweite Wagen, die kann man aneinander koppeln. Eins ist an, obwohl sind beide mit Strom. Ach, dieser sieht aus, als ob das der dritte dazu ist. Und das hier ist auch noch ein Einzelner. Jetzt ist die Frage, der hat 110 und der hat 109. Der kostet 2,79, der 2,84 eine Person mehr. Also eigentlich wäre es egal, welchen ich nehme. Ne? Dieser hier hat keinen Stromabnehmer, ist also der Begleitzug zu dem dann da. Aber wir wollen gucken, dass wir nur einen haben, ne? 180 Watt und der hat 160 Watt. Der ist günstiger, leistungsstärker bei einer Person weniger. Nehmen wir den doch, oder? Neue Linie, ne, Straßenbahn Radolfzell. Und kopieren wir das zweimal und schicken alle drei auf der Route. So, der kommt da schon an. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts falsch gemacht, dass gleich einer zu viel ist. Ne, wir haben ja hier noch genug Wartestellen, oder? Er hat jetzt hier 109 Passagiere und steigt keiner ein. Der fährt jetzt bis da nur und der andere ist da oben. Okay, das heißt, der muss jetzt so lange warten, bis der da oben ist. Also nicht da oben ist, sondern da unten ist, ne? Ja, danke dafür, Michael Friedrich, dass du mir das gesagt hast, dass hier der Dingens fehlt. Sag schon, die Oberleitung fehlt. Das war ganz wichtig. Ja, spätes Spiel hat er auch geschrieben, hier Straßenbahn noch. Aber das ist ja jetzt keine Straßenbahn, die wir Straßenhäuser abreißen müssen, außer hier jetzt zum Beispiel. Nee, das war ja auch nichts zum Abreißen. Das ist ja auch nur gebaut sozusagen. Das passt schon. Ne? Ist der jetzt weg? Nee, er hat noch ein bisschen mehr. Der ist vorgefahren. Wo weicht denn der aus? Der kann doch nicht ausweichen, oder? Okay, die blockieren sich jetzt gegenseitig. Hat gut geklappt, oder? Warte auf freie Strecke. Ja, das ist jetzt die Bushaltestelle. Das hat gut geklappt. Das bedeutet, ach so, der ist hier offen, ne? Ist der das? Lok-Chiemsee-Bahn. Ne, die ist es nicht. Die ist es. Fahr du noch mal zurück auf einen anderen Fahrplanpunkt. Radolfzell aus der Lotstraße. Naja. So, dann fährt die noch mal zurück. Ich hoffe, die fährt jetzt nicht los. Wenn die nämlich losfährt, haben wir dann hier die A-Karte. Ja, passt, glaube genau, ne? Dass hier, ja, eine Haltestelle zu wenig ist. Eine Haltestelle nicht, sondern einen, sag schon.
ein Signal zu wenig ist. Ist aber nicht schlimm, weil kurzer Halt bedeutet auch, können wir gerade eben hier noch einen hinbasteln, oder? Dann klappt das auch mit dem Zug da. Der tuckert da jetzt rum. Ja, müsste soweit gehen, oder? Jetzt fährt der dann auch wieder. Alles ist gut. So. Das Wichtigste haben wir gemacht. Strom läuft. Zug fährt, Zug fährt. Haben wir irgendwas verpennt? Oh, hier haben wir auf jeden Fall was verpennt. Die Oberleitung fehlt dir noch. War doch schnell genug hier, ne? 120, ja, reicht. Das bedeutet, jetzt können da auch Züge langfahren, ne? Okay. Haben wir also auch. Kein Problem mehr. Der Bimmel Anton fährt natürlich da so ganz langsam lang. Und er, ja, jetzt rückt er auf. Das ist schon mal was. Die sind schon schneller mit 55 km/h, ne? Ist der denn noch voll? Ah, da ist ja sowieso keiner drin, weil da noch keiner war, ne? Ach so, vielleicht sollten wir jetzt mal gerade gucken. Ah, 35 Fahrgäste sind jetzt dabei. Da stehen noch 27, die fahren wahrscheinlich in eine andere Richtung. Jetzt haben wir hier aus Deutsches Rathaus, kann Su 35 und er hat 9. Der ist jetzt das. Jetzt müssten das die drei sein, oder? Reihenfolge passt jetzt zwar nicht, aber der ist leider auch noch nicht weg. Immer noch irgendwo ein Fahrgast mit. Der steht schon hier, während der da noch nicht so weit ist. Nicht laden, ne? Und aus Mustern habe ich angeklickt, ja. Der hier unten hat das doch auch, ne? Ist doch auch aus Mustern, naja, passt. So. Jetzt muss der Bimmel Anton sich mal beeilen hier, ne? Oder? Der Tatra-Zug, der ist schneller. Okay. Kriegen wir das hin, ja, ne, oder? Müsste laufen. Ja, jetzt fährt er hier um eine Kurve. Braucht natürlich relativ lange. Komm, ich spule mal schnell vor, ne? So, wo ist der andere jetzt? Jetzt fährt er da unten. Da sind immer noch welche drin, oder was? Kann ja nicht sein, oder? 36 Fahrgäste nach Moosgasse hin. Wo sind die Moosgasse? Die war doch hier. Wieso sind da jetzt 36? Ach, ich verstehe schon, wo unser Problem liegt. Wir haben ja einen Eckbahnhof. Deswegen wird er nicht leer, das hatte der Michael auch geschrieben. Ein wunderbarer Eckbahnhof, der uns dann alles versaut, auf Deutsch gesagt. Fahrzeuge, solche, dann kriegst du auch einen Halt dahin. Und zwar da. Die Frage, klappt das so oder klappt das nicht so? Wo ist jetzt der zweite? Der ist ja auch noch da, ne, oder? Den nehmen wir jetzt auch gerade aus. Der hat auch 36 für die Moosgasse, ne? Die sind hinten eingestiegen und können dann nicht aussteigen, weil über Eck. Das Problem haben wir bei den Tatra nicht, weil der ist nicht so lang. Jetzt die Frage, wo der anhält, ne? Denn der hält da an, oder? Da kommt er jetzt. Werden wir jetzt sehen, ob wir den jetzt loswerden. Der andere fährt noch eine ganze Runde, ne? Ja, da müsst ihr ja bis vorne hinfahren, ne? Und dann sind sie weg. Alle Moosgassen. Wieso fährt denn der durch? Hallo? Klosterbrauerei. Moosgasse übersprungen oder was?
Jetzt bin ich baff. Wo ist der andere? Der ist hier. Jetzt kommt der auch noch ins Geschehen. Da läuft ja richtig was gut, ne? Ach, jetzt habe ich den falschen LKW erwischt. Oh. Die Mooskasse. Der kann zu. Kann der nochmal zur Mooskasse fahren? Fahrplan, Mooskasse. Geht das? Müsste gehen, oder? Müsste eigentlich gehen, dann müsste er hier rechts abbiegen können. Macht er, super. Fahr mal einen Stacken schneller. Hältst du auch an? Nee, warum hält er da jetzt nicht an? Weil der da vorne anhalten soll. Aha. Dann einfügen. Da. Und dann löschen. Weiterfahren bitte. Jetzt habe ich nur bei dem einen Zug das gemacht. Habe wieder super schlau gewesen, aber ist egal. Für die anderen brauchen wir das nicht. Warte, jetzt fährt der aber wieder woanders hin. Der soll nochmal Mooskasse anfahren, ne? Fährt er nochmal Mooskasse an und jetzt ist er weg, oder? Ich will's hoffen. Ja, jetzt ist er aufgelöst. So, jetzt müssen wir ihm hier auch noch die Mooskasse beibringen. So ist es. Einfügen da. Komm, können wir drinnen lassen. Den zweiten Halt spielt doch gar keine Rolle da. Fährt er auch Mooskasse als nächstes an? Können wir so machen. Wo ist er denn? Kommt er auch? Der steht irgendwo anders im Stau. Das war da nicht. Das ist da. Der steht da. Warte auf freier Strecke. Alles klar, hat wieder geklappt, ne? Mann, ey. Ein Zug zu viel wenigstens, ne? Warte mal, das heißt, ich mach mal. Ja, nützt nix. Fahr du zurück zum Lotstraße. Zack, einmal Lotstraße. So, verfolge ich den mal gerade. Und jetzt ist er gleich weg. Ja. Jetzt hat es geklappt. Ich hoffe, die drei fahren jetzt zügig hintereinander her. Ja, passende Antwort, oder? Steht? Nee, fährt. Ich glaube, die müssten das jetzt aber schaffen, oder? Schwierige Sache, oder? Weil hier ist tatsächlich ja irgendwo eingleisig, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Oder wir fahren hier hinten rum. Ich lasse es erstmal so laufen und wir gucken uns das an und dann wissen wir nachher, wenn hier oben diese Schilder kommen, ne, findet keinen Weg mehr, dann haben wir es falsch gemacht. Aber eigentlich müsste das doch jetzt klappen, ne, oder? Obwohl, wenn ich den hier sehe, ne, wo der hier rumfährt, ne, und die anderen da oben irgendwo sind, dann weiß ich schon, dass es nicht klappen kann. Oder? Obwohl, da kommt schon der zweite. Ne, da ist der dritte. Klappt wohl doch. Könnte vielleicht doch sich ausgehen. Hier steht jetzt keiner. Ach so, die Haupthaltestellenprobleme waren ja auch hier. Zur Großbäckerei. Via Menge, Via Menge, Zielort. Via. Lienthalstraße. Aha, Dresden fahren wir auch an. Okay, da ist die Post und Landwirte Güter.
Ach, das haben wir schon so weit abgebaut. Das sind schon 6.000 nur noch. Kann das sein? Ist das richtig? Aber wahrscheinlich war das gar nicht hier. Kann das sein, dass es hier war, die vielen Leute? Nein, waren sie auch nicht. Kann auch sein, dass wir das abgebaut haben. Weiß ich jetzt auch nicht. Also da sind 20 drin, und im Rest ist nix. Hat ja wieder gut geklappt dann, oder? Sie fahren aber alle schwarze Zahlen erstmal. Und keiner fährt, weil da einer steht und da einer steht. Das bedeutet, einer steht zu viel. Wer ist wer? Das ist, glaube ich, der obere, das ist der untere. Der untere hat geladen, hat gut geklappt. Das heißt, der fliegt jetzt hier runter. Ausmustern, hat ja keinen Sinn. Zu dritt geht das nicht. Ich glaube aber, der dritte steht irgendwann hier auch noch wahrscheinlich. Also zwei geht erstmal. Da sind wir jetzt wieder rein. Da ist die nächste Haltestelle. Meine Güte, können wir jetzt mal den anklicken, dass wir den aufhaben. Genau so ist es. Jetzt hat es geklappt, ne? So. 85, 4. 639. Ist auch voll der Zug. In der Volle ist es ja schön, weil der andere ist jetzt nicht der, den ich haben will, weil das ist der, den ich haben will, weil hier haben wir einen Bus aus Versehen angeklickt wahrscheinlich. So, jetzt sind die Tatras da. 109, 109, alles ist gut. Wo ist er? Ah, wo ist denn der? Ach so, knapp da drunter, ne? Da fährt er. Und der zweite ist hier hinten, ne? Ja. Das heißt, er fährt jetzt hier weiter. Die Linie hat er gar nicht angefangen gehabt, ne? Nee. Eigentlich müsste das klappen hier, ne? Dreiundsiebzig sind das da. Von der Mooskasse nimmt er 73 mit. Müssen wir mal schauen. Wie stehen denn da noch einer? Der hat von der Mooskasse alle mitgenommen dann. Und er kriegt jetzt keinen da. Aber ist nicht schlimm, wer ist ja auch voll. Ach, aber nee, er ist nicht voll. Er hatte tatsächlich 109 Leute für die Mooskasse. Ja. So. Er ist jetzt hier. Fährt um die Ecke, hat für die Lindstraße 48. Er ist bestimmt gleich wieder voll, oder? Ja, nicht ganz zwei fehlen, ist aber gut. Ein guter Wert, sagen wir es mal so. Ich glaube, das funktioniert aber. Das wird Geld bringen. Wir haben hier noch 91,3. Wir haben schon mal 92 Miese gehabt, ne? Ich glaube, das ist passend. Ja, das ist die Straßenbahn, würde ich sagen. Verbleiben wir erstmal so. Dann können wir noch weiter gucken. Ich glaube, der Michael hatte mir alles Wichtige mitgeteilt. Die Eckhaltestellen wie hier sind natürlich schlecht, ist jetzt aber nicht mehr schlimm, weil wir jetzt hier Einzelhaltestellenzüge haben. Funktioniert aber. Er ist jetzt leer. Okay, da will keiner hin, ist klar. Und er hier hat 14 Leute. Ist. Wo ist er jetzt? Okay, er ist da. Das heißt, er kommt da noch knapp dran vorbei wahrscheinlich, oder? Ach, ist das schwierig, ne? Jetzt müsste man gucken. Das ist doch hier Vorsignal, 2-Block. Langblocksignal. Kann mir das mal einer erklären? 2-Block, Vorsignal und Langblocksignal. Zwei Blöcke sind, dass er dieses reserviert und den nächsten reserviert. Wie weit geht der nächste denn? Er würde bis hierhin reservieren oder würde bis dahin reservieren. Würde also nicht reichen. Und das andere ist ein Langblocksignal. Da habe ich keine Ahnung, wie gut und schlecht das ist. Was haben wir hier hinten noch? Streckensignal Vorrang. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Also wenn, dann wäre es noch dieses Langblocksignal, aber ich habe gerade keine Vorstellung, was das macht oder nicht macht. Er ist da und er ist da. Das passt eigentlich. 57 und 11. Ja, müssen wir mal in der nächsten Folge noch beobachten, würde ich sagen.
kurz reingucken, beobachten nicht, aber da gehen wir dann auf andere Haltestellen, die dann auch noch voll sind. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben. Vielen Dank, die ganzen Kommentarschreiber. Und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.